Wenn du dich für Klettersteige interessierst, dann ist ein Klettersteiggarten eine tolle Möglichkeit für die ersten Schritte. Aber wenn du schon einige Erfahrungen hast, gibt es gute Gründe, dort immer wieder mal vorbeizuschauen. Welche das sind und was die verschiedenen Schwierigkeitsgrade im Klettersteig bedeuten, schauen wir uns hier beim Weichtalhaus genauer an. Ja, heute sind wir einmal in einen Klettersteiggarten gegangen. Und warum das eine gute Idee ist, das erfahrt hoffentlich in diesem Video. Ein Klettersteiggarten ist für mehr als der sprichwörtliche Idiotenhügel. Wo rennst du hin? Naja, zum Einstieg. Er ist zum Beispiel ein ideales Schlechtwetterprogramm. So, das ist dann los, dass ich übersteige. Selbst wenn du ein erfahrener Geher bist, kennst du deine Grenzen zum Beispiel auch bei Nässe? Willst du die wirklich nach 2 Stunden Zustieg auf einem hochalpinen Steig rausfinden, weil dir irgendwann doch einmal eine Regenschauer erwischt? Beginnen wir mit dem Gipfelanstieg und dem Schwierigkeitsgrad A. Der bedeutet versichertes Gehgelände oder ganz leichte Kraxelei. Die Hände sind zur Fortbewegung nicht unbedingt erforderlich, zur Sicherung aber sehr wohl, denn man kann auch hier tödlich abstürzen. Geübte werden A-Passagen je nach subjektiver Gefährdungslage und Verhältnissen auch ungesichert begehen. Das ist glaube ich BC, oder? Ich hab das gerade im Kopf. Das ist nur BC, ja? Ja, der hängt einfach, das hängt ein bisschen über sogar. Ja, aber es ist trotzdem der BC. Der Klettersteig, da gehst du und da spazierst du auf. Ja, das ist für BC ist das schon richtig knackig da. Ja, das ist auch gedacht mit der Klampfen drüben. Ja, ist klar. Aber mit den Händen musst du trotzdem irgendwo hin. Ja, ein Seil. Zum Beispiel. Whee! Ja, aufpassen. Ja. Da ist ein Sturz, geht gar nicht so nett. Die dynamische Zweipunkttechnik. Einfach aufspringen über den Berg. Ich glaube, es gibt Gründe, warum das in keinem Lehrbuch steht. Schauen wir mal, wie du das machst. Ja, ja, schau ich einmal, wie ich das mache. Ich bin da relativ faul. Du ziehst dich am Seil hoch, oder was? Ja. Dafür ist es ja da, oder? Da könnte man jetzt theoretisch da umsteigen. Hat er auch gemacht und da ist er angerutscht. Ja, deswegen bin ich gesprungen. Bis ich einen Halt gehabt habe. Geht eh. Geht eh. Man könnte sich noch mit beiden Füßen auf die Klampen steigen. Ist zwar nicht schön und nicht elegant und nicht schnell, aber bequem. Komm, komm. Die Stelle ist nie BC. Die ist auch in hochalpinen Klettersteigen ist das BC, ja? Ja, eh. Ja, das müssen wir machen. Das reicht, das ist ja gerade so philosophisch, was du davon ergibst. Nicht zum Lachen bringe ich jetzt, wo da im Seil. Also, alter Klettersteighase wie du. Ja, ja. Mhm. Ah, Knie angehört. Der Berg geht ab, muss ich, ja? Stell's mir auf. Andere auch noch. Aua! Ja, das tut gut. Ja, mit der blauen Fleck. Hast du noch nie ein arisches Bein, oder was? Ich weiß nicht, aber... Also, Reili, ich weiß gar nicht, was du hast, aber das ist tatsächlich eine BC-Stelle. Ja, eh. Das BC ist dadurch gekennzeichnet, dass meine Mama schon ein bisschen zu anstrengend war. Boah, also vom B-Klettersteig haben wir das wahrscheinlich noch mit. Und für schneller Filmer hätte das jetzt anders gemacht. Aber du bist nur insofern nicht professionell, als dass du nicht dafür zahlt wirst. Wir müssen nicht mehr drüber reden, gell? Sobald ich was mit meinem Kanal verdiene, bist du der Erste, der was davon kriegt. Like und subscribe! Mit der Stallone, gell? Genau, Asraels dunkles Geheimnis endet mit einem Cliffhanger. Ja, das ist ja ein richtiger Arsch da. Geht da oben oder unten oder dazwischen. So. Kräfte rauben bis zuletzt. Das siehst du noch, ja? Du siehst mich auch. So. Der Schwierigkeitsgrad B erfordert in steilerem Felsgelände zwingend die Hände zur Fortbewegung. Die nötige Armkraft und Beweglichkeit geht normalerweise noch nicht über die eines gesunden, untrainierten Normalgewichtigen hinaus. B entspricht etwa dem Besteigen einer langen und fast senkrechten Leiter. Ich will nicht selber so lustig finden. Das. Dann darfst du viel weniger grunzen, was du sagst. Also BC ist so die Grenze, wo ich sage, ja, das ist von einem Normalgewichtigen mit Bürokondition im Erwerbsalter machbar. Das heißt, ich bin eigentlich der volle Hero. Vorbild für die Leute, die das anschauen. Ja, du bist vor allem deswegen ein Vorbild, weil du immer vorn bist. Ja, sicher. Vor und Bild. Ne? Ja, also. Da holen wir uns jetzt wieder nasse Füße, weil da ist ein Erd.
sollten wir uns da vielleicht abputzen wieder? Ja, putzen wir auch, also, genau. So. Die Kulisse da ist schon wirklich cool, gell? Ja, ja. Fehlen noch ein paar Kühe. Kulisse mit T-O-O-L geschrieben. Ah, die Kulisse. So. Jetzt muss man irgendwie da um, eh? Ah. Du kannst ja auch auf die Sportvariante wechseln. Nein, jetzt nicht. Mach da einen spreizenden Schritt. Pass rein, mach die Beine breit. Oh. Hoppa! Das ist blöd. Machen wir es so. Und wieder einmal hat er den Gipfel erreicht. Sensationell, Azrael, gratuliere. Auch als Fortgeschrittener kann sich der Besuch eines Klettersteiggartens immer wieder lohnen. Zum Beispiel um neue Ausrüstung auszuprobieren. Ich habe hier meine Salewa Wildfire GTX mal in anspruchsvolleren Passagen getestet, bevor ich mich damit in alpine Steige begebe. Ja, ein großer Gipfelsieg, oder? Wieder mal. Der Häupelsteig. C. Ne? Du brauchst einen Wein, wenn du da rauf willst. Das heißt, wir müssen an der Leiter vorbei. Genau. Und von unten. Geht schon. Ja. Nass. Bitte, da stößen Sie sich Ihnen nicht. Ne? Das ist aber sehr nachlässig. Azrael, leider abgestürzt. Leider abgestürzt, ne? Einen halben Meter. Ja. Nie gleich mit runtergerannt, da habe ich mit hoch geflogen. Da liegen wir im Bachbett. Azrael, die Kletterpolizei wird gleich kommen, ja? Was machen wir da? Machen wir links, machen wir rechts, machen wir in der Mitte. Hauptsache, du machst überhaupt irgendwas. Naja, was der rutschig ist da schon. Bist du deppert? Nein, nicht rudern. Nein, nicht, aber. Da kann man da nicht eins weiter oben steigen. Nein, ich bin auf, nicht oben. Wirkt aber schon besser, oder? Na, weißt du, ich muss nur schauen. Das ist wirklich ein guter Tipp, wenn du schaust, dass das Gewicht wirklich schön über den Fuß hast, dass du nicht wegrutscht. Da geht's wieder. So. Bin gespannt, was du da jetzt machst. Da bei dem nassen Zeug? Ja. Also du meinst da? Ja. Na ja, aufgekreien halt. Hätte ich gesagt. Aha. Du machst das mit roher Gewalt. Was heißt roher Gewalt? Das ist meine zeitlose Eleganz nicht hintertragen. Ist dir bewusst, dass man auch leise schreiten kann? Da ist richtig los. Ja, cool gemacht diese Passage schon gell, mit der Leiter da hinten unten durch und so. Haben sie sich echt was überlegt, das muss man schon lassen. Ja. Ich werde bald das 50-jährige Jubiläum haben bei der Naturfreude. Ein Naturwappler. Bist du da hergekommen, wo ich bin? Ja, ich finde ja diese Stelle find ich total cool irgendwie. Ja. Leiter die ist nicht schwer, aber sie ist cool. Die ist einfach lieb. Also, ey, lass uns halt einfach näher kommen. Oh. Sich näher kommen ist schwierig, das erfordert einen Spiegel. Aber einander geht. Gut Ding, dass das hier trocken ist. So, und ich glaube, ich fange mit dem linken Fuß an. In Grad C gibt es Klettereien, senkrechtem Fels oder bis sogar leicht überhängenden Leitern, Trittstiften und Klammern, die auch Armkraft und ein gewisses Maß an Beweglichkeit und Körperbeherrschung erfordert. Wer Probleme hat, sich an einer Reckstange zu halten, wird hier an seine Grenzen stoßen. Muss man daneben steigen. Das ist nicht super mega Mörderhenker, aber. Das man ist hat gar eigentlich nicht so ganz leicht. Gute Dritte, aber wenn man auf der Klammer steht, geht's. Ja.
Ich hänge da schon um, weil man kann sich eben in der Übung schon einhängen. Ja, genau. Ja. Und der Tritt ist da leider feucht, gell? Genau. Auf den feuchten Tritt möchte ich nicht umgehen stehen. Etwas überhängend. Ui, da ist wieder nass. Das war gleich ordentlich. Ja, war das letzte Mal schon nass. Nur was der muss dann da aus dem Weg gehen. Sonst wird das eng. Ja, okay. Das schleichen wir jetzt einmal. Hätte ich auch gesagt, ja. Ein bisschen weiter raus, genau. Ja. Gut. Man muss ja dazu sagen, dass diese Zustiegsschuhe, die ich da jetzt verwende, von der Sohle her viel besser sind. Ja. 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 Eine ganz grundsätzliche Sache. Natürlich ist die Tour erst dann vorbei, wenn man wirklich sicher wieder unten ist, gell? Ja. Wir gingen jetzt in dem Fall übers Gehgelände hinunter. Weil das können wir ja schon. Nicht verwirren lassen, den Ausstiegsteil des Halbesteigs haben wir der Haifi-Leiter zugeschlagen. Und die kommt gleich. Das kann ich mir gleich mal einmal geben, dass ich mich da auch hin. Ich glaube, das mache ich, wenn ich oben bin. Wo fängt man da am besten an? Ah! Einmal. Na, das war auch nicht schlau. Ja, bis deppert, was ist denn das? Das rein ist aber aus der Übung anscheinend. Oh ja. Bist du deppert? Ja, eh. So. Aha. Okay, da warte ich jetzt auf die. Ja, da geht's dann weiter. Das ist gar nicht so leicht. Das ist schon ganz knackig für CD. Nein, ich sehe dich leider nicht. Ah, da kommt er ja. Da kommt er, ja. Machen sie uns mit dem Seil recht leicht. Geht schon knackig los, gell? Das geht ziemlich knackig los für CD. Ist das schon ja. Durchaus ein bisschen kraftraubend. Genau. So. Da steht man eigentlich ganz gut. Ja, du stehst ganz gut, ja. Das machen meine Knöchel nicht so richtig. Ah, okay. So, probieren wir mal die Leiter. Ha! Ja, Leiter kennt man ja von daheim, ne? Wenn der Leiter daheim sein Knick hat, dann sollte er das mal nachdenken. Aber das ist eine Sicherheitsleiter. Ja. Die haut mit Sicherheit um. Leicht geneigt. Mhm. Aha. So, wie hängen wir da jetzt gescheiterweise um? Juppa! Aber der Knick ist spaßig, gell? Ja, vor allen Dingen der Umstieg da nach dem Knick. Das sind gleich Tiefblicke da. Ja. So. Dann geht er auch gleich wieder aus dem Weg, oder? Ich hätte gesagt, da gehst du mir dann aus dem Weg, ja. Das ist schon eine gute Idee.
Du hast manchmal super Ideen. Es ist immer noch spannend zu sehen, wie das unterschiedliche Leute machen. Wieso? Naja, ich habe mir mit dem Ölbogen da eingekriegt. Achso. Da habe ich einen Reichweitenvorteil, ne? Klar. Jetzt kann ich auf die oberste Straße steigen und da drauf. Ne? Genau. So, das ist dann nass, dass ich übersteige. Weil dann hat man einen Schuh nass machen. Am Steig. Das ist der Grip aus, gell? Ja, die Passage ist nicht schwierig, aber unangenehm bei Abbringen. Da kann man schon reinsteigen, gell? Das finde ich da eigentlich nicht so schlimm. Geht super oben? Ja. Man hat sehr viel Luft unter den Sohlen. Schon, ne? Ja. Wenn man da sehr nah am Seil bleibt, hat man vom Schwerpunkt einfach kein Problem. So. So. Ha, da ist nass. Da muss man schauen. So. Da ist nass, genau. Da kannst du wahrscheinlich nicht sonderlich gut stehen. So. Ja, da steht man schon bequem. Ja. Eine Schutzhütte direkt beim Steig ist auch nicht zu verachten. Selbst wenn du nicht einkehren willst, solltest du der Natur zuliebe dort die öffentlichen sanitären Anlagen benutzen. Und sei dann also fair und lass dem Wirt zumindest eine freiwillige Spende da. Das war ja wieder so eine Geschichte, wo ich jetzt kurze Füße habe. Dann komme ich von der anderen Seite. Na, aber der Klampfen war eigentlich da. Hey, da ist eh da. Was habe ich jetzt gemacht? Ich mache das mit Trick 17. Lehrbuch ist das. Ja, ja. Azrael, Trick 17, Selbstüberlistung. Du tust jetzt zuerst da oben einhängen, dann steigst du wieder runter und dann gehst du von der anderen Seite. So, da. Dann ist das so rutschig, das Arsch ist. Dann rutscht jetzt und bist auf der Pfeife. Aha. So. Also bis wir die EF-Stelle probieren, brauchen wir jedenfalls noch ein bisschen, gell? Ja. Vorher unten ist ja leicht weit reden, gell? Okay. Aha, du hast gesagt, das war da ein Problem. Verstehe. Wie machst du das? Also jetzt zuerst einmal da oben einhängen. Dann hole ich mich da einmal an. Geh da her. Geh dort hin. Und geh da her. Ganz normal eigentlich, warum? Ja. Konkurrenz. Konkurrenz. Andere YouTuber, oder wie? Ich weiß noch nicht. Das ist die Frage. CD, ja eh. Ja, da bin ich weiter umgestiegen, da hast du mich drüben. Ein paar gute Kipps. Das ist glaube ich nur. Das ist ja, glaube ich, nur C sogar. Blade, Wappler im Klettersteig. Gib mir einen Bladen, Wappler im Klettersteig. Au! Ich glaube, das sind jetzt die schlimmsten Sachen. Ey. Das waren mir Daumen. Entschuldigung. Die schlimmsten Sachen sind da überwunden, ja. Allerdings, ja. So. Die Hosen ist so elastisch, die spüre ich gar nicht. Ja? Ist super geil. Da glaubst du immer, da hast gar nichts an, gell? Wirst du nur durchsichtig sein. Nackt klettern. So, so, so. Das ist aber auch ziemliches Gebrösel da. He? Ja, also Steinschlag hat man da leicht. Ja, schaut mal da. Ja. Locker, was gibt. So. Jetzt hast du mich am Schädel. Fürs nächste ausputzen. Na, losreden ist auch leichter, als wenn er schon lose liegt. Ne? Ja. Der Rauch tut mir echt nicht gut. Viel Krankheit. Ach, so ein Mist. Ah, das tut wirklich weh.
Hilfe? Na, Nase. Machen wir mal hier. Das ist ja ein Spaziergang. Da ist ja nett, gell? So, da ist aus. Der Gipfel ist erreicht. Auf den letzten Metern. Nur nicht die Sicherheit schleifen lassen, sondern wann dann die Karabiner schleifen lassen. Aha, aha. Was war ein Klettersteig ohne das Charakteristische? Das mit der Sicherheit ist durchaus ernst gemeint, denn der Abstieg vom Gipfel ist zwar nur doch abstürzen geht trotzdem. Aber macht euch selbst ein Bild. So. Gratuliere, Gipfelsieg bei der Heifeleiter. Das Steigbuch, das ist allerdings eine sehr motte Angelegenheit, oder? Das ist wahrscheinlich aus der Steinzeit noch, gell? Mhm. Da hat man das so gemacht. So, der Abstieg für alle Routen der gleiche. Sehr redundant. Ich glaube, es ist A, oder? Das ist A, ja. Aber die Versicherungen gehen noch weiter, bis nicht unten, gell? Bis zum Ende, okay? Sicher. Gut. Jetzt noch, was auch immer du machen willst. Eigentlich wollte ich jetzt das Handy wegpacken. Es ist wirklich furchtbar. Wieso ist das jetzt wieder furchtbar? Ich bin total vernünftig. Es kann so einfach sein, aber nein. Ich bin einfach mit den falschen Leuten unterwegs. Das habe ich genau gehört. Und wenn ich es nicht gehört hätte, dann war es am Mikrofon drauf. Na gut. Ihr seht, der Abstieg ist nicht schwierig, aber passieren darf auch nichts. Und im Vergleich mit der A-Stelle, die ich euch ganz am Anfang gezeigt habe, ist das gleich ganz was anderes. Sie einzuhängen ist nirgends eine Schande. Schwierigkeitsgrade werden auch individuell ganz unterschiedlich empfunden. Das zeigt die B-Stelle, die wir uns gleich im Übungsklettersteig anschauen werden. Also, ein Einstieg, Trittsicherheit, schwindelfrei. Yeah. Die Anlage ist da dran. So, jetzt muss man da. Aufpassen, weil da ist auch wieder nass. Ein bisschen da drüber steigen. Das war's. Ein Klettersteiggarten hat auch den Vorteil, dass sich viele verschiedene Schwierigkeiten auf engem Raum befinden. Anfänger und Fortgeschrittene können so gemeinsam üben und sich an neue Herausforderungen wagen. Da tröpft's. Ja, ja. Das ist ja gemein. 12 Stunden Sonnenschein war die Prognose. Aha, ja wo? Auf der Sonne, ne? In Kairo wahrscheinlich. Ja. Herunten die 5 Stufen. Ist um einiges leichter von der Kraft her, ne? Und wenn man jetzt so rennt, tut man sich in die Finger auch ganz schön. Und so rennt in die Hände aus, dann machst du das so. Genau, so, langsam, so mach ich es meistens. Wenn ich meinen Ölbogen einhängen kann, mache ich es gern. Ja. Dass die Finger entlastet. Genau. Du hast was auslassen. Ja, ich hab mir gedacht, das lasse ich dir. Der Einhornsprung sozusagen. Genau. Auf mit dir. Ja, jetzt seid ihr nicht so, das ist ja unglaublich. Eieiei. Jetzt fängt der Akel wieder mit einem Überhang an. Der Schwierigkeitsgrad D umfasst überhängende und kraftraubende Passagen. Die Abstände von Trittstiften und Klammern können für eine durchgehende Verwendung zu groß sein. So, ja, da ist ziemlich feucht. Okay. Gut, pass auf. Wer sich nicht vorstellen kann, einen Klimmzug zu schaffen, könnte an manchen D-Stellen scheitern. Ab diesem Grad sind Klettertechnik und Ausrüstung entscheidende Faktoren. Je nach Art der Schwierigkeiten bevorzugen manche dann bereits Kletterschuhe. Schwierigkeiten ab E sind sehr gut trainierten Kletterern vorbehalten. Selbst Leute, die sowas klettern können, empfinden das oft als Kraftmeierei, wenn die Schwierigkeiten nicht technischer Natur sind. Ich habe die Sportdirektroute auch bewusst ausgelassen, weil ich in meiner aktuellen Form kein EF klettern kann. Das war angeblich die D-Stelle. Und ich vermisse auch nichts.
Allerdings ist das Abklettern da. Das ist fast die unguteste Passage auf dieser Route da, ja? Ja. Du darfst da diesmal glänzen, indem du den schwierigsten Klettersteig da, den wir machen werden heute, sagst und nicht ich. Ja. Ich glaube ja. Wird das so machen? Du fliegst einfach halber da und dann geht's. Mit Schwung runterfliegen. Und jetzt auf den Rucksack draufspringen. Asrael, sehr gut. Aber du hast Kräfte rauben, das Ding. Hm? Ja, Asrael, was sagst du? Zahlt sich aus, so einen Klettersteiggarten zu besuchen. Absolut, mit den vielen Möglichkeiten, gell? Der ist wunderbar, vor allen Dingen auch für Anfänger. Aber deutlich schwerer als andere Klettersteige, die B, C oder A, B markiert sind. Schwierigkeitsgrade sind ernst gemeint und mit dem, was man in alpinen Regionen findet, wirklich vergleichbar. Selbst für jemanden, der wirklich komplett anfängt, ist es schon so, dass er da Möglichkeiten findet und da wirklich was lernen kann. Ja, und damit hast du mir, ich bin gerade dabei. Ich bin auch und vielleicht sieht man sie mal auf einer anderen Tour.